Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Daydream. Forgotten Sorrow. Wir fliegen. Allerdings nicht so, wie wir es gedacht haben. So sieht das Ganze schon besser aus. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze jetzt steuern kann oder soll. Oh, es ist umgekehrte Steuerung. Ich hasse umgekehrte Steuerung. Wir fliegen einfach erstmal drüber. Also links, rechts steuern kann ich nicht. Ich kann tatsächlich nur hoch oder runter machen. Das ist natürlich nicht so günstig. Ich komme fast ein bisschen vor wie bei The Crew gerade. Ich glaube nicht, dass wir da... Oder? Ach so, so ist links, rechts. Ah! Okay, ich glaube, wir hätten doch nicht durchs Wasser gesollt. Fangen wir doch einfach nochmal von vorne an. Ich habe ja keine Ahnung von diesem Flugobjekt hier. Ich kann eigentlich ganz gut fliegen in Spielen, aber naja... Es kommt immer so ein bisschen auf die Steuerung an. Hier ist es jetzt gerade extrem. Übrigens, sollte ich irgendwelche Cuts drin haben, habe ich wieder so lange so oft so laut geschrien, dass ich einen Hustenanfall bekommen habe und dann dementsprechend Cut machen musste. Aber es sieht schön aus. Ja, es sah schön aus bis gerade. Nein, du sollst da drunter fliegen. Das ist so eine komische Steuerung irgendwie. Wenn man nach oben zieht, dann ruckelt der so komisch. Kann man nicht einfach irgendwo sagen, so, ich will jetzt hier... Hallo, ich war weit oben drüber. Hallo? Wieso gehe ich dabei kaputt? Was soll das? Oder muss ich hier irgendwo links abbiegen oder was? Ich bleib mal ein bisschen tiefer. Vielleicht geht man da nicht so kaputt. Keine Ahnung. Okay, links darf ich nicht abbiegen. Aber ich darf auch nicht übers Wasser drüber fliegen. Ja. Ach, jetzt sehe ich es gerade. Da oben stürzt das Ding runter. Was ist denn, wenn ich hier oben drüber fliege? Gehe ich dann auch kaputt? Ne, hier nicht. Nur da vorne. Komisch. Okay. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich darf nicht zu hoch. Vielleicht... Ah, ja, okay. Ich darf nicht zu hoch. Ich muss hier drunter herfliegen. Das ist es. Ja, kein Thema. Nicht mal die Brücke berührt, aber schon wieder kaputt. Wir starten einfach das Spiel 20.000 Mal neu. Da kommt Laune auf. Das macht uns doch allen Spaß. Vor allem, wenn man krank ist und die Nacht nur knapp 3 Stunden geschlafen hat, so wie ich jetzt heute. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Dadurch, dass ich krank bin, konnte ich irgendwie heute Nacht gar nicht richtig schlafen. Und aber ich muss doch... Ja, das war jetzt doof. Das war jetzt wirklich doof, das gebe ich zu. Muss ich denn da links rum oder muss ich... unter der Brücke rum. Ich bin mir nicht sicher. Das war jetzt sehr doof in die Kurve gelegt. Aber so grundprinzipiell weiß ich halt nicht, wo ich lang muss. Das ist das Komische. Und mich regt doch die Musik gerade wieder ein bisschen auf. Da werde ich so ein bisschen aggro, wenn ich Musik im Hintergrund höre. Wenn ich sie ausgeschaltet habe extra vorher. Ah, nee. Also er will nicht, dass ich da irgendwie rumfliege. Oh, ah, okay, 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 wir haben es. Fast. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Oh mein Gott, sag mir bitte, dass das ein Checkpoint ist hier. Oh mein Gott. Oh. Was ist das denn? Ah, ich habe rausgefunden, was es ist. Es ist ein Checkpoint. Danke. Danke, Spiel, danke. Kann ich hier nicht einfach sagen, dass ich oben drüber fliege und dann hat sich die Sache? Das wäre doch viel einfacher. Nein, nein, nein. Also, okay.
Ins Wasser darf ich auch nicht rankommen. Ich dachte jetzt nur an den Stein nicht, aber auch ans Wasser nicht. Ist jetzt die Frage, kann man da vielleicht in eine andere Richtung ausweichen oder so? Jetzt bin ich extra so weit außen geflogen. Ich sollte vielleicht... Ich sollte vielleicht weniger reden. Vielleicht klappt es dann auch mit dem Fliegen. So. Also, ich würde sagen, wir müssen ganz weit außen. Ja. Oh, jetzt keinen Scheiß. Das ist wie so ein bisschen wie eine Bremse, wenn man hochgeht, ne? Oh, komm. Ich wusste nicht, ob ich rechts oder links rum sollte. Ah, oh. Man fängt mittendrin an. Sag mir das doch einer. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir haben nicht mittendrin angefangen. Wir haben relativ am Ende angefangen. Sehr schön. Seid ihr doof? Hallo? Darf ich nicht so hoch fliegen oder was? Nein, der wird wach. Flieg! Also ich muss mich anscheinend sehr tief halten. Also auch bei diesem komischen Steinwesen hier. Okay. Also ich muss sagen, die Rätsel mag ich lieber als diese ganzen Fluganlagen jetzt hier. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Ich meine, da verkacke ich zwar auch regelmäßig, beziehungsweise weiß dann gerade nicht, was passiert oder was ich jetzt machen soll in dem ersten Moment. Aber da, das ist schon irgendwie ein bisschen... Oh nein, mach kein Licht an. Oh, das hat mich jetzt irgendwie voll irritiert. Warum musste der unbedingt das Licht anmachen? Nur damit die Fledermäuse hier rumfliegen. Nein, geh runter, runter. Oh, ich hasse diese. Ich hasse diese umgedrehte Steuerung. Ich weiß aber nicht, ob man das irgendwie ausschalten kann und auf normal umschalten kann. Ja, natürlich. Wieso werde ich hier schneller, wenn ich da durchfliege? Das ist ja so schnell. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein. Ach komm. Mann. Mich macht diese blöde Musik aggro. Ich kann so nicht fliegen. Ja. Dann startet man ganz unten, geht direkt nach oben und dann hat man nicht mehr die Zeit, um ganz nach oben zu kommen. Kamikaze! Oh, fuck! Wollt ihr mich verarschen? Hallo! Oh. Ist das euer fucking Ernst hier? Oh Gott. War nicht ganz so geplant, aber wir tun einfach mal so, als ob es so geplant war. Oh Gott. Mann, das ist so nervig, dass die Musik an ist. Die zeigt mir, dass ich eigentlich alles total cool machen müsste, aber das mache ich nicht. Oh. Nein! Ach komm! Nur weil der seine blöde Hand gehoben hat. Oh, ist nicht dein Ernst jetzt. Komm, das war so geil gerade.
Als die Musik so leise geworden ist, habe ich mich wirklich so schön beruhigt in dem Moment. Und dann hebt dieses blöde Viech die Hand. Komm, wenn ich dahinter hochfliege, warum gehe ich dann schon kaputt? Normalerweise darf ich doch nur kaputt gehen, wenn ich da vorne hochfliege. Habe ich das jetzt eben gemacht? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das macht mich so kirre hier. Ich mag keine Fluganlagen. Och nee, oben darf ich jetzt auch nicht vorbei, oder was? Das ist doch gemein. Aber ihr wollt mich ja sterben sehen, nehme ich mal an. Ist ja auch langweilig, wenn einer immer so perfekt da durchkommt. Weil er schon woanders überall geguckt hat. Oh Gott. Wie man da vorbeikommt. Was war denn das jetzt? Teddy, kannst du mir erklären, was jetzt passiert ist? Ich wollte gerade sagen, machen wir jetzt eine Bruchlandung? Ich hätte es nicht denken sollen. Naja, immerhin ist Wasser auf dem Planeten. Wenn er ihn erreicht. Oha. Autschi. Teddy, ich hänge hier oben im Baum. Teddy, kannst du mich hören? Oh oh. Jemand will Teddy klauen. Es ist Robin Hood. Mit Maya-Maske. Der Baum, der scheint schon kaputt zu sein. Aber den Teddy, den nehme ich mit. Zack. Du Arsch! Lass Teddy in Ruhe! Au. Oh. Fast auf die Wirbelsäule, würde ich sagen. Da darf ich nicht weiter, okay. Oh ja, man kann sich endlich wieder konzentrieren. Sehr schön. Teddy, ich muss dich finden. Ich konnte nichts sehen. Geh mal einfach mal da rein. Hui! Ah, damit kann... Ah! Okay. Teddy, ich komme und werde dich finden. Hier haben sie Schießübungen gemacht. Ich hoffe, die denken nicht, ich bin das Ziel. Kann ich die auch mitnehmen? Anscheinend nicht. War das mal mit X laufen, ne? Da kann ich nichts mitmachen. Da kann ich aber auch hoch. Hoffe ich mal. Teddy, ich brauche dich für dieses Rätsel. Was ist das denn hier? Ach so. Kann ich auch nicht mitnehmen? Kann ich also auch nicht da reintun, oder was? Doch, jetzt kann ich es mitnehmen, hä? Ist das so eine Glaubenssache? Moment.
Okay, es ist keine Glaubenssache. Wenn ich falle, geht das Ding wieder auf die andere Seite. Ich kann aber auch nicht da oben hochklettern, oder? Also ich denke ja immer noch, dass man das irgendwie da einfügen muss. Wir gehen nochmal da hoch. Was halt auch komisch ist, ist das Ding auf der anderen Seite. Also hier kann ich so nichts mitmachen. Ja, genau. Wenn ich gehe, komme ich darüber gesprungen. Aber wenn ich laufe, dann bin ich zu schnell, als dass ich dann auf die andere Seite komme. Das ist sehr logisch. Gut, dann... Ja. Spring bloß nicht, kein Thema. Ach ja, ich liebe die Reaktion eines Spiels auf den Controller. Aller guten Dinge sind drei. Natürlich nicht. Warum sollte auch? Gut, machen wir das noch die nächsten 20 Male. Vielleicht finden wir dann irgendwann mal heraus, wie wir weiterkommen. Wenn ich das zu oft machen muss, mache ich das im Schnelldurchlauf. So. Also damit kann ich nichts machen. Ich kann halt nur dieses Ding nehmen. Ich kann es aber nicht hier einfügen oder... Ach so. Oh. Ich könnte es werfen. Das bringt mir aber nichts. Bringt mir auch nichts, wenn ich das noch da werfe, oder? Nein! Och, ich hasse diesen Controller, wenn der sich von selber bewegt. Mann, ich habe nur auf die Werfentaste gedrückt und ich wollte auch nicht darüber springen. Das ist doch blöd. Ich probiere jetzt allerdings mal was anderes aus. Ja, erstmal wieder fünfmal mit der Fresse dagegen zu fallen. Sorry, aber... Oh. Ja, komm, steig hoch. Also wir müssen auf jeden Fall den Weg nach rechts hoch. Ich denke mal, das ist uns allen klar. Aber ich glaube nicht, dass wir da hochklettern können. Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann ja auch Teddy nicht rufen und nix. Ich bin völlig hilflos ohne Teddy. Ja, warum solltest du auch springen, wenn ich auf A drücke? Kein Thema. Ich gucke hier vorne aber auch noch mal kurz nach. Moment. Nee, da kann man nur... Okay. Aber hat das hier jetzt irgendeine Bewandtnis eigentlich? Hoppala. Dass hier überall diese Pfeile sind, das ist wahrscheinlich nur von der Optik her, oder? Kann man nicht mitnehmen. Nicht, dass wir die irgendwie brauchen oder so. Weil hier vorne sind ja drei Pfeile. Nee, vier. Das sieht irgendwie so aus, als ob ich die mitnehmen kann. Nö, er tut nur so, als ob er irgendwas machen könnte. Na gut. Das ist ja doof. Und hier kann ich auch nichts machen. Die Dinger kriege ich nicht ab und nix. Da ist ein Knoten ab, aber das hängt halt so... Ah, Moment. Ah! Ist das, damit ich besser rüberspringen kann vielleicht? Das wäre natürlich geil. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier überhaupt noch hochkommen. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Das Ding ist irgendwie kaputt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das dann so gewollt war überhaupt, dass ich das mache. Nein. Doch, es ist jetzt hier oben drauf. Das ging ja eben nicht. Aber ob das jetzt irgendwas bringt, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Weil ich denke nicht, dass ich das jetzt hier irgendwo einsetzen kann. Na, nimm es bloß nicht auf. Alles kein Thema. Ja, ist gut. Dann
Da kommen wir auch nicht hoch. Verstehe nur nicht, dass man das hier nicht reinsetzen kann. Nee, das war wieder Teddy. Frage ist, müssen wir irgendwas machen? Aber selbst wenn ich das Ding drehe, das würde nichts bringen. Ich könnte vielleicht versuchen, mit dem Teil hier rüber zu laufen, aber ich glaube, sobald ich runterspringe... Kann ich das damit schneiden? Ich weiß es nicht. Ich denke mal eher nicht, aber... Ich bin gerade so verzweifelt, wir müssen alles ausprobieren. So. Nein, nimm das auf. So. Jetzt ist es weg. Ich hab's doch gewusst, du blöder Idiot. Du bist auch nicht gesprungen. Ja, ich kann es halt nicht abmachen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, okay, vielleicht bringt uns das was, wenn wir da den Stein wegkriegen oder so. Vielleicht müssen wir das Teil auch einfach nur nach rechts drehen, damit ich da hoch... Aber das ist zu hoch, um da hoch zu springen. Ich dreh mal. Nee, das ist zu hoch. Ich kann es auch... Ja doch, ich kann es schon drehen. Aber das bringt uns nichts, wenn wir hier weiter drehen. Ich denke mal, das ist wirklich so gedacht, dass man da besser hochkommt einfach nur. Ja, komm, dreh dich noch ein bisschen. So. Ich würde aber dieses Rätsel schon gerne noch in der heutigen Folge lösen. Nur irgendwie denke ich, dass das hiermit zusammenhängen könnte, dass wir davon einen Pfeil mitnehmen könnten und das dann kaputt machen könnten. Oder gibt es hier irgendwo einen Pfeil im Boden oder so? Können wir hier davon irgendwas mitnehmen? Ach, das war dieses... Ja, okay. Dieses zum Hochsliden. Junge, warum bist du so doof und einfallslos? Nimm doch einfach das Ding mit, dann kannst du hinten was abschneiden. Ob dir das was bringt, das weiß ich nicht. Das ist die andere Sache. Aber ich meine, ne? Es würde auf jeden Fall funktionieren. Ich muss irgendwie gucken. Die Brücke kann ich wahrscheinlich nicht da hoch machen, oder? Also die haben jetzt beide diese Strahle unten drin. Haben aber nicht beide diese leuchtenden Dinger dran. Also damit kann es eigentlich nicht zusammenhängen. Wenn ich jetzt irgendwas hinkriegen würde, dass so ein Strahl auch noch da drunter kommt, dass das vielleicht da hinten so am Rumflattern ist oder so. Dann würden wir weiterkommen. Die Frage ist nur, was kann ich hier machen? Er hat es gerade so komisch angefasst. Als würde er sagen, ja, das können wir irgendwie umkippen. Da. Aber nur ganz kurz. Kann man auch nichts dranhängen und nichts, dass man dann auf die andere Seite irgendwie... Kann man auch nichts... drehen oder was weiß ich was. Das muss irgendwas mit diesem blöden Stein hier zu tun haben. Och ja, spring doch wieder hinterher. Ach, dass der nicht einfach mal stehen bleiben kann.
Aber was soll ich mit dem Ding hier machen? Das ist die große Frage. Nein! Ja, natürlich! Oh, wieso kann der das nicht einfach annehmen, wenn man die Aufheben-Taste drückt? Dass der dann auch wirklich aufhebt und nicht einfach so dagegen rennt im gleichen Moment. Nein, du springst mir da jetzt nicht wieder runter. Oh, ich hasse diesen Controller, ehrlich. Ich will endlich einen neuen Namen. Mann. Das heißt, ich habe ja einen. Nein! Ich habe ja einen neuen, wollte ich gerade noch sagen. Aber den kann ich so nicht anschließen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Wie oft habe ich das denn jetzt schon versucht? Und jetzt auf einmal klappt das oder was? Ehrlich hier. So geht das nicht. Nee, ich würde aber sagen, dann machen wir das andersrum. Wir machen nämlich die Seite nach rechts. So. Ich weiß aber nicht, ob das klappt von der. Ah, müssten wir mal ausprobieren. Vielleicht müssen wir es doch andersrum machen. So. Laufen, laufen, laufen. Und springen. Oh ja. Mann, 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 Mann. Oh, 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 bin ich jetzt hingegangen hier? Das wollte ich nicht. Ja. So. Da hinten ist jetzt schon wieder so ein Ding. Aber da ist jetzt keins, was davor schwebt. Kann man da rein? Gucken wir erstmal eben. Naja, anscheinend nicht. So, hier kann ich. Ah. Na, das ist ja ein ganz toller Held hier. Teddy! Du lebst noch. Also ich glaube, wenn ich den Zug nehme, komme ich irgendwann am Leuchtturm aus. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen. Da ich mich so super intelligent angestellt habe und alles so schnell geschafft habe im Vorfeld. Oh, dieser Controller, bleib doch mal stehen. Würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.